Herzlich willkommen zur Big Shift Live Show und herzlich willkommen zu einem Live-Webinar zum Thema Love is in the Air. Ich habe dir heute eine Coaching-Übung mitgebracht, mit der du einfach mehr Liebe in dein Leben bringen kannst und vielleicht auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise. Lass dich mal überraschen. Aber lass mich vielleicht zunächst mal ganz kurz zum Thema Liebe ein bisschen schwadronieren. Ja, und ich möchte gerne damit anfangen, was eigentlich für mich das Prinzip von gutem Coaching oder auch vielleicht von guten Heilungsprozessen ausmacht. Und zwar habe ich mal vor vielen Jahren einen Roman gelesen über eine Kräuterhexe, die einen Kräuterladen betrieben hat. Und sie hat ganz normal und ganz legal da ihre Kräuter verkauft. Aber sie hat sich immer das Temperament der Leute angeguckt und hat dann immer entschieden, ja, den Leuten immer noch was zusätzlich einzupacken. Also zum Beispiel Leuten, die ein bisschen zu sehr auf Schaum waren, denen hat sie irgendwie so Kamille mitgegeben. Und die, ja, wo sie das Gefühl hatte, die könnten mal ein bisschen mehr Schaum vertragen, den hat sie dann beispielsweise irgendwie so ein bisschen Paprika mitgegeben und so weiter oder Peperoni und so weiter und so weiter. Und ich finde diese Metapher, dass das Leben und auch Coaching und auch Heilungsprozesse ein bisschen wie Kochen ist und dass wir immer sozusagen die richtigen Zutaten brauchen, damit das Leben gut schmeckt, die finde ich eigentlich ziemlich genial. Und wenn wir schon über Zutaten sprechen, so glaube ich, dass unser Leben quasi aus zwei besonders starken Kräften besteht, die auch ein bisschen widersprüchlich sind. Die Rede ist von der Kraft der Freiheit und die Kraft der Liebe. Und ich glaube, dass wir als Menschen lernen müssen, mit diesen beiden Kräften gut klarzukommen und auch zu gucken, wie kriege ich die eigentlich so ein bisschen auch voreinander und am besten sogar noch miteinander harmonisiert. Um das ein bisschen aber zu erläutern, was ich damit meine, ja, was denn Freiheit und Liebe eigentlich so im echten Leben ist, fange ich mal an einfach mit dem Thema Freiheit. Ja, Freiheit ist der Drang in uns, dass wir einfach unser eigenes Ding machen wollen. Ja, wenn du dir Menschen anschaust, wenn du dein eigenes Leben anschaust, wenn du so ein bisschen da in deiner Umgebung schaust, wirst du sehen, ja, dass jeder in uns so einen Drang hat, irgendwie so sein ganz eigenes Ding zum Ausdruck zu bringen. Und so kommt es dann halt auch, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind im Leben, ja, mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen, Werten, Zielen und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was in jedem Menschen meines Erachtens wie angeboren ist. Und das ist die eine Kraft, mit der wir alle zu tun haben, dass wir diesen Drang haben, wir ganz selbst zu sein, dass wir den Drang haben, unser eigenes Ding zu machen, dass wir den Drang haben, ganz ich zu sein. Aber das ist nicht die einzige Kraft, mit der wir zu tun haben. Wir haben es auch noch mit Liebe zu tun. Und Liebe wiederum verstehe ich als einen Drang nach Verbundenheit. Und auch das ist etwas, was in uns drin ist. Wir alle haben diesen Drang, uns mit anderen zu verbinden. Und diese Kraft, die das bewirkt, das ist die Liebe. Und das ist natürlich am einfachsten zu sehen in einer Partnerschaft. Ja, da ist es ganz klar, dass man sich da findet und miteinander was teilt. Ja, das haben wir bei der Familie. Aber das haben wir zum Beispiel auch bei religiösen Gemeinschaften. Ja, oder Communities wie zum Beispiel diese hier. Ja, alle tragen irgendwie was Ähnliches, alle zeigen sich miteinander zugehörig. Ja, jeder hat sozusagen etwas von dieser Gemeinschaft angenommen. Hier sehen wir Amish People oder hier sehen wir zum Beispiel unsere Nachbarn aus den Niederlanden, die, glaube ich, jetzt hier irgendwie Fußball feiern oder sowas. Ja, es ist immer etwas, was uns sozusagen verbindet. Und das ist aus meiner Sicht die Kraft der Liebe, ja, dass sie einfach sehr sinnlich ist, dass sie sehr heilend ist. Und dass sie einfach für alles zuständig ist, ja, was Leben macht. Und wenn man das so ein bisschen nochmal auf den Punkt bringen möchte, dann würde ich sagen, ja, wenn man die Liebe so ein bisschen einfach mal noch so definieren möchte, würde ich sagen, die ist einfach auf wir gebürstet. Ja, es geht immer um Zusammensein, um Gemeinschaft. Es geht darum, dass du offen bist, wenn du in der Liebe bist, dass du auch annehmen kannst, was jetzt gerade im Leben da ist. Du kämpfst nicht dagegen an, ja, du bist einfach okay damit. Und Liebe ist immer auch etwas, was ich als ozeanisch bezeichne. Sie ist irgendwie grenzenlos, auf gewisse Art und Weise frei fließend. Ja, und sie ist empfangend. Das heißt, sie kann gestatten, dass viele Dinge geschehen können, ja,
Sie forciert nichts, sie zwingt nichts ein, sie hat keine eigene Agenda in dem Sinne, dass jetzt irgendwas Bestimmtes passieren muss. Und sie ist im Wesentlichen darauf fokussiert, zu geben. Das ist die Kernfrage der Liebe. Und deswegen bezeichne ich diese Liebe jetzt als feminine Energie. Wobei es jetzt nicht darum geht, zu sagen, ja, Frauen irgendwie haben deswegen mehr Liebe als Männer. Das ist natürlich Quatsch, sondern es geht eher darum zu sagen, es gibt eine feminine Energie, aber es gibt auch eine maskuline Energie. Und diese maskuline Energie, die ist dann eben ganz anders gepolt. Während wir in der Liebe ja auf Wir und Zusammensein spielen, ist man in der maskulinen Energie, wenn man da unterwegs ist, eher auf dem individuellen Pfad. Ja, man will sein eigenes Ding machen. Und statt offen zu sein und anzunehmen, was ist, will man was gestalten. Ja, man will Ziele erreichen. Und statt ozeanisch sich zu öffnen, ist man eher fokussiert und konzentriert. Und statt empfangend ist man eher so Macher. Man will Resultate schaffen. Und die Kernfrage im Gegensatz zur Liebe, die was kann ich geben, lautet hier eher, was ist für mich drin? Und beide Energien, das möchte ich an dieser Stelle sagen, sind wichtig für unser Leben. Und wenn wir eine dieser beiden Energien zu wenig haben, dann kann es sein, dass unser Essen dann irgendwie vielleicht so ein bisschen überwürzt ist, ja, dass wir vielleicht so ein bisschen zu viel Salz oder ein bisschen zu viel Zucker da drin haben und dann schmeckt es nicht mehr so richtig. Und ich möchte das an zwei Sachen einfach mal abmachen. Also wenn wir zum Beispiel zu viel maskuline Energie in uns drin haben, dann macht sich das bemerkbar zum Beispiel in der Form, dass wir sehr egoistisch werden. Dann geht es nur noch darum, mein Ding zu machen. Es ist nicht so wichtig, was die anderen machen. Und es geht darum, eher ja irgendwas zu erreichen und sei es vielleicht auch, ja, dass ich vielleicht meine Grenze übertrete, sei es vielleicht auch, dass ich die Dinge so ein bisschen erzwinge, denn ich will ja meine Ziele auf die Reihe bekommen. Und zu viel maskuline Energie führt auch dazu, dass man einsam wird. Ja, es geht dann einfach nur noch um einen selbst und die anderen sind quasi nur Zweck, auch die Mittel heiligt, aber letztendlich unterm Strich gesehen ist es zu einseitig und damit auch zu heftig und kann einfach zu vielen Problemen, gerade auch in der Partnerschaft oder miteinander, bei der Arbeit, in der Familie oder wo auch immer führen. So, wenn man aber zu viel Liebe hat, und das wird dich vielleicht verwundern, aber auch hier gibt es Probleme. Ja, wenn wir zu sehr in der Liebe sind, erleiden wir auch einen Ich-Verlust. Das hast du vielleicht schon mal erlebt oder entweder selber in deinem Leben erlebt oder auch vielleicht bei einem Freund oder Freundin, ja, dass jemand nur noch auf den Partner oder die Partnerin gepolt ist und einfach sich selbst komplett vernachlässigt. Und das ist etwas, was auf Dauer überhaupt nicht gut geht. Jemand, der sich nur für andere einsetzt, ja, der seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurückstellt, das sind Leute, die nach einer Zeit sehr frustriert sind, abgenervt sind, traurig sind, verärgert sind, weil sie einfach nicht mehr wahrgenommen werden und weil sie letztendlich auch gar nicht mehr wissen, wer sie sind und was sie wirklich wollen. Also das kann passieren, wenn wir uns zu sehr in der Liebe aufgeben. Und es kann passieren, dass wir dadurch, dass wir so liebevoll sind und so offen sind, dass auch Grenzverletzungen stattfinden können. Vor allen Dingen dann, wenn wir nicht wirklich präsent sind. Ja, dann können auch Übergriffe passieren. Ganz oft passiert das zum Beispiel in narzisstischen Beziehungen, dass es da einen Narzisst gibt, der, sage ich mal, eher sehr viel maskuline Energie in sich drin hat, der egoistisch ist, der sein Ding machen will, der auch andere eher mal so runterputzt. Und dann haben wir auf dem Gegenpol den Empath und Empathin, ja, die es irgendwo aber auch aushält, zulässt sogar, gestattet, ja, dass der Partner oder die Partnerin so narzisstisch sein kann. Und das ist dann am Ende des Tages zu viel des Guten. Und Leute, die zum Beispiel aus narzisstischen Beziehungen rauskommen, erzählen oft auch, dass sie danach erstmal eine Zeit gebraucht haben, um wieder zu sich selbst zurückzufinden. Und letztendlich ist auch eine solche Beziehung auf gewisse Art und Weise einsam, und zwar gemeinsam einsam, ja, weil man nicht wirklich präsent ist. Da ist ja kein Ich, das sich irgendwie mit dem anderen verbindet, sondern irgendwie haben wir alles abgegeben für den anderen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt sozusagen zwei große Kräfte und die große Kunst des Lebens besteht darin, letztendlich diese Kräfte in irgendeiner Form in Einklang zu finden, also sozusagen das Gericht des Lebens besonders schmackhaft zu gestalten.
Und dafür habe ich dir eine Übung mitgebracht, mit der du das schaffen kannst, vielleicht genau die richtigen Zutaten für jetzt zu finden. Das ist die Zielsetzung. Und Erich sagt, hey Martin, ich bin in einer solchen Beziehung, ich weiß nicht aus oder ein, was soll ich machen? Ja, dann bist du vielleicht hier und heute auch genau richtig. Ich habe dir eine Übung mitgebracht, die dir helfen kann, ein bisschen mehr Liebe oder Freiheit in euer Leben hineinzubringen. Gut, dann legen wir aber gleich los. Als erstes möchte ich sagen, geht es darum, dass du einmal drüber nachdenkst, mit wem du deine Liebe verbessern möchtest. Also mit welchem Menschen du deine Beziehung verbessern möchtest. Das kann natürlich jemand sein, mit dem du zusammen bist, in einer Partnerschaft lebst. Das kann aber auch dein Sohn oder deine Tochter sein. Das kann vielleicht ein Kollege oder Kollegin sein, den du vielleicht in dein Herz geschlossen hast, den du auch magst, aber momentan ist vielleicht irgendwie so ein bisschen Stress irgendwie zwischen euch ausgebrochen wegen irgendeiner Berufsgeschichte und das würdest du gerne so ein bisschen mehr glätten. Es dürfte auch du selbst sein, auch das ist vollkommen okay. Also wenn du zum Beispiel merkst, dass du einfach mit dir selber so ein bisschen haderst, dann kannst du das auch auswählen. Dann müssen wir noch eine Vorbereitung treffen, also wähl jetzt jemanden, den du gerne jetzt gleich sozusagen mit in diese Übung nehmen möchtest. Und dann ist das nächste, dass wir uns kurz mal über das Feld unterhalten. Einige von euch werden das sicherlich schon kennen, vielleicht ist es auch für den einen oder die andere noch neu. Ich arbeite mit so etwas, das ich jetzt mal so als Feld bezeichne. Und das Feld steht symbolisch für die Quelle, aus der alles Leben kommt. Man spricht so in der Physik davon, ja, dass wir so ein Quantenfeld haben, aus dem dann heraus irgendwie die subatomaren Partikel entstehen und Atome aus Atomen und so weiter und so fort entsteht das ganze Leben. Ja, ob das jetzt so ist oder nicht, kann ich hier nicht sagen. Ich bin kein Physiker, aber was ich dir sagen kann, ist, ja, aus irgendeiner Quelle kommt das Ganze hier, wo wir hier gerade drin sind. Und aus dieser Quelle kommt alles Leben, das bedeutet also, da ist auch alles drin an Ideen, an Inspiration, an Intuition, an Kraft und so weiter und so fort. Und wir wollen gleich mit dieser Quelle, mit diesem Feld in Kontakt gehen und wollen uns von dort aus auch was holen, das wir gut gebrauchen können für unsere Beziehungen. Und wenn du, wenn ich dich gleich bitten werde, an dieses Feld zu denken, gebe ich dir auch so eine Beschreibung, wie ich das Feld wahrnehme. Aber du kannst es auch ganz anders machen. Eigentlich ist es auch vollkommen wurscht, egal, wie du es dir vorstellst. Hauptsache ist es etwas, dass du sagst, okay, da gibt es etwas, ja, aus dem alles Leben kommt und mit dem kommst du jetzt gleich in Kontakt. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Als allererstes möchte ich, dass du an den geliebten Menschen denkst. Wer auch immer das ist, diejenigen von euch, die sagen, ich möchte gerne mehr Selbstliebe praktizieren, dann denk einfach an dich. Aber denk dieses an dich außenstehend, also dass du sozusagen dich von außen wahrnehmen kannst. Und wenn du etwas für deine Partnerschaft machen möchtest, dann denk jetzt einfach an deinen Partner oder Partnerin. Wenn es um Familie geht, ob es jetzt dein Bruder oder deine Schwester ist oder ob es deine eigenen Kinder sind. Ja, denk einfach diese Person, die dir am Herzen liegt und mit der du jetzt sozusagen auch durch diese Übung gehen möchtest. Ja, denk einfach, dass sie vor dir ist. So, und jetzt stell dir vor, dass über dir dieses Feld ist. Und wenn ich an das Feld denke, dann sehe ich so eine Art Energiefeld, das endlos ist und in dem so richtig das brutzelt. Ja, da sehe ich so Blitze zucken, da leuchtet was auf und so weiter und so fort. Es ist extrem lebendig, weil da kommt alles Leben raus, die komplette Kraft. Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber stell dir einfach vor, über dir ist dieses Feld. Und vielleicht kannst du es nicht sehen, vielleicht kannst du es hören, aber vielleicht kannst du es auch nur fühlen. Und wenn du alles drei nicht kannst, dann tu einfach so, als wäre es einfach über dir. Lass dich einfach drauf ein, stell dir vor, da ist dieses Feld, da ist die Quelle, aus der alles Leben kommt. Und jetzt werde ich dich gleich bitten, dieses Feld runterzuziehen, sodass du
aber auch dein Partner oder Partnerin, mit der du diese Übung machst, oder eben du selbst, ja, dein alter Ego, in dieses Feld getaucht wird. Und das machst du jetzt, ja, du stellst dir vor, wumm, das Feld geht runter, du bist plötzlich voll in das Feld getaucht und dein Gegenüber ebenfalls. Und spür das Feld, verbinde dich mit dem Feld, lass es einfach da sein. Ja, spür diese Energie. Und nun öffne dich für ein Geschenk. Stell dir vor, das Feld schenkt dir etwas, das dieser Beziehung gut tut. Und nimm mal wahr, was das ist. Ja, du bist umgeben von diesem Feld. Und was gibt dir das Feld für eine Antwort, was du gut gebrauchen kannst? Ich mache das gerade auch. Und bei mir kommt gerade so Nähe, Intimität. Das ist unser Geschenk, okay. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du dieses Geschenk annimmst, ja, dieses Geschenk, was eure Beziehung aufblühen lässt. Und spür mal, wie das jetzt dein Gefühl verändert. Wie nimmst du jetzt die Situation mit diesem Menschen wahr? Und während du das wahrnimmst, frag dich mal, was wäre jetzt ein nächster guter Schritt? Was immer das auch sein mag. Vielleicht ist der nächste gute Schritt, auf diesen Menschen zuzugehen. Vielleicht ist auch der nächste gute Schritt, erstmal bei dir zu bleiben. Und wenn du die Selbstliebe gewählt hast, spür mal, wie sich auch dein Verhältnis zu dir selbst jetzt gerade verändert hat. So, und wenn ihr soweit seid, schreibt mir einfach mal in den Chat hinein, wie es euch mit dieser Übung ergangen ist. Da haben wir hier von Katrin: Mein Geschenk war Gelassenheit. Es hilft mir nicht, so hart mit mir selbst umzugehen. Das fühlt sich gut an. Wolfgangs Geschenk: Zeit für mich selbst, Freiheit, Wohlwollen, öfter mal Nein sagen. Erich sagt, ich habe mich nach Liebe gesehnt und habe diese intensiv gespürt. Es ist alles leichter geworden. Ja, okay. Und das ist wichtig, Erich, weil du hast ja gesagt, du bist ja da momentan auch vielleicht in einer schwierigen Beziehung drin. Und wenn du dich nach Liebe sehnst, dann kann der Grund, warum es vielleicht manchmal nicht ganz so einfach ist in der Beziehung, einfach was damit zu tun haben, dass du dir selber noch nicht diese Liebe gibst. Deswegen finde ich das gut, dass du das gewählt hast, das mit dem Thema Selbstliebe zu machen. Tatsächlich ist es so, dass wenn du dich selbst nicht liebst, wird es unglaublich kompliziert mit anderen Leuten. Jesus hat ja mal gesagt, ne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das setzt auch voraus, dass man sich selbst liebt. Und wenn das nicht vorhanden ist, ja, dann ist man die ganze Zeit sehr bedürftig, sehr empfindlich, reagiert auch schnell mal über, ja, wenn diese Liebe sozusagen versiegt. Also von daher finde ich das ganz toll, was du da jetzt gerade geschrieben hast. So, Jasmin hat geschrieben, es war mega schön, es hat alles gekribbelt, wie in Watte und ein Schlüssel-Fragezeichen, und dann bei mir bleiben. Und dann schreibt sie noch weiter, PS war mein Sohn. Ja, gerade bei Kindern ist es wichtig, dass man bei sich ist, also auch bei ihnen ist natürlich, aber auch bei sich selbst bleibt, weil die können einen auch mal schneller aus der Spur bringen. Und dann ist es schon wichtig, dass wir in unserer Kraft und auch in unserer Liebe für diesen kleinen Menschen bleiben. Und er schreibt ihr noch was hinterher, sagt, ja, das Problem ist aber eher mit der narzisstischen Partnerin. Ja, und das, weißt du, bei der Empath und Narzisst, das ist eine ganz interessante Konstellation, die natürlich extrem schwierig ist. Also ich will es nicht schönreden, ne? Und manchmal ist es auch echt besser,
aus einer narzisstisch geprägten Partnerschaft auszusteigen. Aber. Die Partnerschaft mit einem Narzissten, ob du die jetzt aufrechterhalten möchtest oder vielleicht auch denkst, es ist besser, wenn ich sie mal nicht weiterführe, hat auch was Gutes. Denn eigentlich ist es so, dass jeder den Schlüssel für ein schöneres Leben für den anderen bereithält. Der Narzisst leidet darunter, dass er einfach zu egoistisch ist und zu sehr auf sich selbst fixiert ist. Und sein Problem ist, dass er sich selbst so wenig lieben kann, dass er die ganze Zeit andere klein machen muss, ja, damit er sich besser fühlen kann. Das ist das Problem des Narzissten oder eines der Probleme der Narzissten. Ja, und der könnte eigentlich mal eine Portion von dem Empathen gebrauchen, nämlich mehr Mitgefühl. Das ist nämlich das, was ein Empath sehr gut kann. Der kann sich gut einfühlen, hat ein starkes, empathisches Empfinden für die Bedürfnisse anderer Menschen. Und das wäre für einen Narzissten wäre das Gold wert. Ja, weil der Narzisst hat natürlich auch die Gabe, eben für sich selbst einzustehen, sein Ding klar zu machen, ja, unmissverständlich auch Grenzen zu ziehen und so weiter und so fort. Das ist ja eine Stärke vom Narzissten. Und wenn er die jetzt noch ergänzt, dass er eben auch offenherzig sein kann, zuhören kann und mehr Mitgefühl hat, dann wird er wieder balanciert. Und für den Empathen oder die Empathin gilt genau das Gleiche. Ja, der Narzisst, der eben so egoistisch ist, das ist genau die Gabe, die der Empath mehr braucht. Mehr bei sich zu sein, mehr zu sagen, nee, das will ich nicht. Und zu sagen, hier, das will ich, das möchte ich gerne haben. Ja, kannst du mir das geben? Ja, und auch zu sagen, hier ist eine Grenze, ja, und so weiter, für sich selbst einzustehen. Das ist das, was der Empath braucht. Und insofern, ob du jetzt diese Beziehung mit einem Narzissten weiterführen willst oder nicht, denn das ist schon wirklich sehr schwierig, nimm es als Geschenk an, ja, dass der andere dir was zeigt, was du in dir noch entwickeln kannst. Dann sagt Jasmin, wie mache ich das, wenn mein 20-jähriger Sohn in die Richtung Narzisst geht und er das gar nicht sieht? Das ist natürlich super tricky. Erstmal ist die Frage, ob dein Sohn überhaupt dir zuhört. Ich meine, er ist jetzt in der Phase, wenn er 20 ist, wo er sich schon weitestgehend abgenabelt haben sollte und er auch seine eigenen Erfahrungen machen muss. Und dann kann es natürlich sein, dass er dir auch gar nicht mehr zuhört. Dann empfehle ich dir, dass du ihn so annimmst, wie er ist, auch mit seinem Narzissmus, ja, und dass du ihn, wenn du an ihn denkst, so liebevoll wie irgendwie möglich an ihn denkst, ohne dass du ihm recht gibst mit seinem Narzissmus. Ja, der Narzissmus ist eine Erfahrung, durch die er, wenn die tatsächlich jetzt bei ihm gerade abläuft, auch durch muss. Wir müssen auch schlimme Erfahrungen machen. Wir müssen wissen, wie es ist, Empath zu sein und auch Narzisst zu sein. Wir müssen diese Erfahrung machen, um wirklich zu merken, dass beides nicht funktioniert. Aber das kann man nicht immer nur mit Worten irgendwie oder in einem Buch nachlesen. Das muss man manchmal im eigenen Leibe erfahren haben. Manchmal ist es blöderweise so, ja, dass erst das Leid, das wir uns dadurch selbst antun, uns tatsächlich ein guter Lehrmeister wird, der uns einfach erklärt, ja, was im Leben funktioniert und was nicht. Und Erich sagt, der Kommentar ist richtig, ich habe dies schon 20 Jahre versucht, Änderungen zu erreichen, da werde ich nur noch mehr verzweifelter. Vergiss das, Erich. Und auch Jasmin, vergiss das, ihr könnt den anderen nicht ändern. Es ist keine Chance da, dass ihr irgendjemanden in eurem Umfeld nur ansatzweise ändern könnt. Das geht nicht. Ob sich jemand ändert oder nicht, das entscheidet die Person immer selbst. Was du ändern kannst und wo du auch wirklich deine Kraft reinsetzen solltest, ist bei dir selbst. Ja? Was ist deine Sache? Wie gehst du mit demjenigen um? Ja, wo lässt du etwas zu oder wo solltest du vielleicht eine Grenze ziehen? Da spielt die Musik und das ist das Einzige, wo du wirklich was machen kannst und das ist auch das Einzige, wo du wirksam bist. Weil ja, mit dir kannst du eine Menge mehr machen. Wenn du das Gefühl hast, du wirst zum Beispiel nicht geliebt, dann fang an, dich selbst zu lieben. Denn je mehr du dich selbst liebst, desto mehr wird dir das aus der Umwelt auch wiedergespiegelt, dass sie dich auch lieben. Ja, je weniger du dich selbst liebst, desto weniger Liebe kriegst du von anderen. Es ist so simpel, dass es schon irgendwie fast banal klingt, aber so ist das Ding gestrickt hier. Und von daher, ja, versucht nicht euer Glück da draußen irgendwie bei irgendjemand zu finden, weil ich kann euch nur sagen, das funktioniert nicht.
Aber in dem Augenblick, wo du wieder bei dir bist, ja, wo du liebevoll mit dir bist, wo du selber dafür sorgst, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, wo du immer mehr in Einklang mit dir selbst kommst, ziehst du automatisch Menschen an, die ähnlich gestrickt sind wie du. Und diejenigen, die vielleicht momentan etwas egoistischer sind oder dich vielleicht momentan nicht so wahrnehmen und auch wertschätzen können, wie du bist, die aber in sich diese Anlage auch tragen, wertschätzend zu sein, die werden tatsächlich dann von deiner Vibrations, von deinen Vibes, die du ausstrahlst, auch inspiriert, dir wieder gegenüber liebevoller aufzutreten. Und diejenigen, die aber weiter auf der narzisstischen Welle reiten wollen, die werden gehen. Ja, die wirst du dann einfach verlieren, die sind futsch, damit sie Platz machen für jemanden, der dir dann diese Liebe geben kann.